Olli! David war's, der David war's, der David war's! Aua, ist ja gut, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Ich hab mich entschuldigt! Da und? Aber es ist wieder ganz schön dunkel hier im Spiel, wisst ihr das eigentlich? Aua, das hat halt weh! Das ist auch nachts. Nackte! Nackte! Was, wo? Ja, in der Butze! Jetzt sind sie wieder weg. Ja, die Butze ist ja noch nicht gesehen, der Zaun ist ja... Aua, wieso krieg ich wieder eine Kelle? Ah, der brennt, der eine brennt. Da kommt noch einer. Aua, 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 aua. Rette mich. Oh, Waschi, geh weg. Waschi, steh hinter denen, nicht. Oh. Sie rennen einfach durch die Wand. Oh nein, ich brenne. Ja, natürlich rennen sie durch die Wand, Alter. Die Wand ist ja noch nicht fertig, dann könnt ihr auch nein, durch rennen. Die fertige Wand. Echt? Ja, das wollen sie eigentlich nicht. Boah, jetzt gibt's Fleisch. Oh, die frisst schon wieder Menschenfleisch. Ja, müssen wir ja jetzt, wir haben nichts anderes mehr. So, wir brauchen auch nochmal einen Knochenständer, ne? Es gibt's lecker Marzipan. Ja, genau, wir bauen uns einen Bahnhof und fragen, haben wir mal eine Mark? Hast du mal eine Mark? Ich glaube, lieber ein Euro als eine Mark. Wie konnte ich da mal das Menü öffnen? Das Inventar mit I und das Crafting-Menü mit B. Ne, geht auch irgendwie beides nicht. Weil du einen Typen auf der Schulter hast. Ja, das ist, dann geht das auch nicht. Boah, hast du den Typen jetzt hingepackt? Hast du den einfach in die Tasche gesteckt? Nö, der braucht noch einer. Wieso immer hinter mir her? Verkloppt den Horst. So, wie war das nochmal mit dem verbesserten Speer eigentlich? Pass auf, nirgendwo ist hinter dir. Fehler nur 10, ne? Nein, ja. Irgendwas mit Knochen meine ich, warte mal. Oder waren es Knochenschüsse? Was ist denn los? Ist es erstmal die erste Nacht? Ich habe auch keine Ahnung. Na guck mal, Olli, hier ist ein Torso, der ist noch warm. Sind keine Tippen dran. Abgenannt Bumsklumpen. Was ist ein Bumsklumpen? Na, Alter, da kommt noch mehr. Ah, mit Knochen und... Hilfe, Knochen. Hilfe. Ja, ich hab keine Knochen. Ja, liegen schon welche am Feuer, André. Mit Knochen und Stoff. 3 Knochen, 2 Stoff. Aua, ich brenne. Ja, da musst du aufpassen. Was waren das? 2 Knochen? 3 Knochen und 2 Stoff. Hab ich noch nicht. Alter. Also hier liegt noch. Hier liegt wieder ein Nackter drin, da musst du gleich nochmal gucken. Ja, ich hab jetzt. Okay. Dann lass uns die erste Nacht hier erstmal. Aua! Ey, kannst du nicht einmal eine Sekunde? Nee, ne? Dein Lümmel irgendwo reinstecken und schon kommt da einer. Ich hab den noch gesehen. Au! Was war das denn? Den haben wir gesagt. Wer hat mich denn hochgeschmissen eben gerade? Ey, ich bin hoch in die Luft geflogen, ohne Schmarrn. Boah. Ey, wow. Das muss ich erstmal hier ein bisschen. Was war lustig wäre, wenn die mit Finger noch den Stinkefinger zeigen würden. So kann ich da keinen dranhängen. Ich will auch noch so ein Bein dranhängen. Ich weiß es nicht. Muss das Bein noch in die Hand nehmen. Ja, ich weiß. So, jetzt. Gibt bald getrocknet. Käsefüße. Also, die Füße esse ich nicht, ich esse die Hände. Die Füße kann Olli essen. Egal, Hauptsache Fleisch dran. Olli ist doch so ein Food-Spezialist. So, wir warten, bis es hell ist. Bis dahin werden wir mal unsere Basis ein bisschen verteidigen, ne? Denk ich mal. Aber dürfte ja gleich wieder hell werden. Wieso habe ich eigentlich noch gar kein Baumharz? Bäume klappen. Musst du Bäume fällen für. Mit Zeit, ne?
Und bitte lass die Bäume nicht auf den Zaun fallen. Nein. Ich guck extra vom Zaun weg. Au. Ich höre schon wieder welche. Da kommen schon wieder welche. Aus Waschis Richtung. Ich hab's ja gesehen, aber jetzt weiß ich nicht, wo sie hin sind. Guck mal, Olli. Wir haben eine Frau für dich. Die liegt sogar schon flach. Wow. Oh Mann, Waschi legt schon wieder die Frauen flach hier. Das macht der reihenweise Frauen flach liegen. Wow. Ich glaube, für so viel Menschenfleisch, wie wir hier haben, brauchen wir noch so einen Ständer. Ich hab einen Leguan. Ich hab noch meinen Leguan. Ja, den können wir am besten aufs Feuer hauen und grillen. Ey, da muss ich erstmal. Den findest du auch nie wieder dazwischen den ganzen menschlichen Überresten, die er bringen. Das findest du. Hihi, hallo Mario LP. Guten hallo. Abend. Hallo Mario. Moin. Renn du Sau. Wow. Also wenn du das zu jedem deiner Zuschauer sagst. Ja, brennt. Ich muss ja alle von dir in Sicherheit bringen, du legst ja alle flach. Wow. Hey, das war mein Job. Was, das flachlegen? Ja. Komm, du wirst doch gar nicht mehr flachgelegt, du weißt doch gar nicht mehr, wie das geht. Wohl. Ja. Olli, du weißt, bei uns zählen nur Beweisvideos. Also aufnehmen, zeigen. Oh, ich bin schon wieder hungrig. Und nicht. Was war das denn jetzt? Was also, wie jetzt flach liegen, hast du jetzt am Mikrofon geschubbert, damit es heißt, als wenn du flach gelegt wirst? Am Bart gekratzt. Ja, wahrscheinlich. Mario, mitspielen bei SoV ist es schwierig, da wir selber das Spiel hosten. Und mit vier Leuten ist das schon echt an der Schmerzgrenze. Weil wir lustige Holzfäller sind. Ja, wir sind ich schmeiß mal ein bisschen Holz hier in die Butze. Ja, schmeiß mal ein bisschen Holz in die Butze. Oh, da schwimmt sogar noch Holz. Mhm. Komm her, du Stamm, du langer Stamm. Oh, du langer Stamm. Danke, Mario LP. Er ist nur ein... ein Nerd. Danke, Mario LP. So, ich hab Hunger. Leute, ist hier schon was fertig? Ja, dann ist was, bevor du zu viel warm wirst. Ich hab keine Snickers mehr. Warum sind die Beine noch nicht fertig? Oh. Soll ich dir Snickers geben? Nein, brauchst du nicht. Wow, der ist aber lang. Was ist lang? Boah, ich weiß, dass er lang ist. Der Olli hat ihn wieder rausgeholt, die Sau. Olli, schäm dich. Was denn? Ich meinte den Baum. ja. Das können sie alle sagen. Ihr seid immer so sexistisch. Das ist ja widerlich mit euch. Oh, Waschi, okay. hast du mal den Kalte zerhackt jetzt? Ja. Was hat der deine Kalte zerhackt? Ja. Die alte zerhackt? Ach, deine alte, die. Kann ich dir meine alte auch vorbeischicken? Was, zum Zerhacken oder zum Hacken? Zum Zerhacken. Wow. Ich krieg die Lebensversicherung. Klar, ich nehme die Hälfte davon. Boah, so teuer bist du. Also ich nehme nur ein Drittel. Okay, könnt euch jetzt gegenseitig unterbieten. Du machst das auch nicht richtig. Das Telefon hat geklingelt. Telefon. Geh mal ran da. Esmeralda, geh mal ran da. Lass sie ran da, denn sie will ja. Oh, ich hab Hunger und Durst. Ja, hab ich auch. Aber ich ist nicht. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich hab nichts zu essen. Ich auch nicht. Ich hab auch nichts. Ich muss verhungern. Hat einer noch einen Schokoriegel, einen Keks? Alter, wir müssen noch mal einen kleinen. Ich nehm auch eine lange, harte Schienbeine. Hier, wir müssen nochmal ein kleines Feuer bauen hier, damit wir da wenigstens nochmal... Hier. Ich spring dir es auf ein Silbertablett. Ja, bring mal zu essen. Hier, nimm. Gib her. Das war ein Bounty.
Oh, kein Snickers? Nein, kein Snickers. Also, er bleibt immer an die Nüsse zwischen der Zähne kleben. So, ich brate mir jetzt ein Bein. Ah, so. Aber auch bestimmt nicht schlecht geworden, Snickers. Ne, im Snickers ist mir zu viel Plastik drin. Wow. Ja, da liegt ein Bein auf dem Feuer. Ja, das ist mein Bein. Ah, mein Bein. Bein. Das ist mein Bein in Ruhe. Das ist mein Bein. Es wird hell. Es wird nicht mehr gegessen. Es wird gearbeitet. Mein Bein, wow, danke. Das ist mein Bein weg. Gut, dass ich noch Kaninchen habe. Muss ich wissen, dass ich ein Bein essen. Wow. Der lässt mich das Bein essen und isst selber das Kaninchen, ne? Insoweit ist es noch nicht. Ich bin auch kein Kannibale. David, du siehst aber lecker aus. Du willst kein Wendigo werden? Nein, ich will kein Wendigo werden. Oh, wo ist mein schönes Stück Fleisch? Schönes Stück Fleisch? Oh, ja, eine Essensanimation. Boah, geil. Ja, cool, ne? Hat er gemacht mit den Beinen, hat er sich auch richtig schön wie so eine Hähnchenkeule, ne? Das schön an den Stumpen, an den Knochenstumpen festhalten und das ganze Bein abnagen, wie so ein Maiskolben. Lecker, lecker, lecker. Ja, cool, ne? Ja, yeah, David, lass uns Ball spielen. David, guck mal hier. Guck mal in meine Richtung. Da. Boah, ich kann nicht so weit werfen. Doch, der kam bis vor meine Füße. Ich konnte ihn nicht sehen. Ach, sehr schön, sehr schön. Werf rüber, werf rüber. Oh, oh. Da kommt ein Ball. Nein. Yeah. Wow, mit dem Ball spielen. Scheiße. David. Ja, Waschi. Ja, ich hab ihn. Geil, wir können Ball spielen. Werf rüber, rüber, werf rüber. Warte, ich muss ja mal die Hauptstadt ablegen hier. Olli, das war so geplant. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich fang ihn! Oh, geil. Hab ihn! Cool, wir kommen bald. Warte! Und. Jawoll! Ah, schon wieder den Stamm in der Hand. Du lass den Stamm doch mal jetzt da, wo er hingehört. Jetzt hab ich zwei Bälle hier liegen. Oh. Zwischen den Stamm hast du auch zwei Bälle, ja, richtig. Hui! Ja, ich hab ihn gefangen! Yeah! Oh, wir ackern uns hier den Arsch rund. Und die spielen Ball. Die rennen schon wieder so Honk rum. Ah! Hilfe! Kannibalen! Die haben schon Ball. Nimm die Sterne, schnell! Nein, ich nehm den Ball. Wilson! Ja, Wilson! Wilson! Oh, der Ball ist weg! Oh nein, der Ball ist weg! Ah! Oh. Unsere Festung der Einsamkeit hier. Da ist schon wieder ein Nackter! Olli ist doch nicht nackt, er hat sich nur nackt auf die Schulter gepackt. Ja, Sehnchen, es ist heiß und feucht, da stimme ich dir zu. Wow. Hier ist noch nackter André, mit einer Keule. Nee, doch nicht. Ja, komm her, du Nackter! Willst du ihn aufs Feuer packen? Na, jetzt kann ich ihn nicht mehr aufs Feuer packen, das hast du auseinandergestückelt. Weil den Rest, den es noch von dem da rumliegt, den nehme ich mal mit. Mach das. Wir brauchen noch 64 Bäume, ich helfe da mal Waschi mit, sonst jammert er rum, dass wir ja nichts machen, sondern. Ja, außer Beispiel, weißt du? Ja, außer Beispiel. Ja. Aber willst du das wissen? Du bist doch nur traurig, weil wir dich nicht mitspielen lassen. Ja, bin ich wohl. Kannst du nicht? Essen ist fertig, Miracoli ist fertig! Außerdem, Waschi, André und ich haben andere Positionen, ne? André ist der Kameramann und ich bin der Horst, ja? Ja, das stimmt, du bist der Horst. Ja, du bist der Horst, hast recht. Olli, ich hab zum Essen gerufen. Komm, hier, ein schönes Bein. Kannst dir aussuchen, weißes Bein, danke, ein schwarzes ich hatte Bein. Ich hatte gerade zwei Beine. Wow. Ja, kann ich mir erst noch ein Bein gönnen. Komm, Waschi, los, ess ein Bein. André, das Holz wird weniger. Was brauchst du noch für den Schwerknochen und? Stoff. Ja, drei Knochen, zwei Stoff. Ich hol mal so einen Schlitten, dann brauche ich David nicht mehr hin und her latschen. Oh, das. Oh, wenigstens einer, der mal mitdenkt. Ja, wieso ich hab. Fällt der Baum jetzt so komisch? Ich hab mal meinen starken Moment gehabt. Oh nein, ich bin an so einem Bein hängen geblieben. Hier liegen überall noch Körperteile rum. Kann die mal einer essen oder wegschmeißen? Ich werde hier ständig mit Steinen beschmissen. Mit Stein? Bitteschön. Mit Bäumen. Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, warum der so komisch gefallen ist. Er hat sich gedreht und ist ganz komisch in die Richtung gefallen. Warum auch immer. Waschi könnte mal auch so einen Schlitten gebrauchen. Los, Olli, du gehst zu Waschi.
Der läuft ja immer für zwei Stämme hin und her. Da dauert ja 3 Monate, bis er fertig ist. Ja, hier sind nicht mehr viele, deswegen. Ich schleppe meinen Astralkörper Richtung David. Oh, da hinten ist ein Dorf. Wo? Ja, wo wir sind, da ist noch ein See und dahinter ist ein Dorf. Cool. Da müssen wir da ja nachher mal hin, ne? Müssen uns ja mal ein paar Seile organisieren. Vielleicht ist einer von denen ein Epilierer, weil ich bin so behaart, ey. Ja, wo das denn? Am Bein oder was? An der Kimme, Alter. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Das, so blöde Sachen Foto, fragt, ne? Foto. Das ist klar, mal gleich auf Facebook, warte. Dass Olli draufsteht, das war mir so klar. Ehrlich. Olli steht auf. Wenn sie wenigstens so lange das muss, sie flechten kann. Ja, natürlich, ist doch schon. Asterlocken, Alter. Das ist gut. André hat so wie Pipi Langstrumpf. Nirgendwo hatte André Haare, außer in der Kimmel. Tschüss, Marie. Auf Wiedersehen, Marie. Tschüss. Ich hab sie so vergrault. Wow. Die bösen Männer. Ja, immer die Männer, immer die bösen Männer, ne? Das erzähle ich meinem Therapeuten morgen. Mach das mal. Jetzt hat er schon wieder nur gedisst. Weil der Waschi, der ärgert mich immer. Wow. Der Waschi, der ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Der wow. Waschi, der trägt Wonderbra, Wonderbra, Wonderbra. Ah ne, das war was anderes. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir wollen ja nicht lästern, ne? Aber der Olli trägt seit neuesten Pampers. Ja, der trägt ab einem gewissen Alter. Der schafft das nicht mehr nachts zeitlich auf Toilette. Weil wir wollten nicht petzen, ne? Nicht, dass er das dem Olli sagt. Olli hat Blasenschwäche. Aua! Alter! Boah, ey, einmal jetzt, mit Profis arbeiten. Jetzt wissen wir auch warum, wer kriegt dauernd Baumstämme auf den Kopf. Nun hilf mir, heb mich hoch. Mach ich doch. Das dauerte doch so lange. Wir hätten den Olli umgebracht. Waschi. Wow, einmal mit Profis. Der rennt aber voll rin. Ich hab Hunger, ich muss essen. Oh. Da sind doch Beine fertig, leg neue auf. Ab und zu ein schönes Bein. Achtung, Baum, Olli. Wir könnten ja bei Miracoli mal fragen oder bei Knorr, wie die ihre Beine zubereiten. Ja, das können wir mal machen. So ein Würzhütchen drüber, dann schmeckt doch alles. Ich kann kein Bein aufhängen. Wieso kann ich da kein Bein aufhängen? Ja, vielleicht brauchst du Abitur für. Ich glaube auch. Da reicht der Job als Maler nicht für. Baumschule, Hauptschule. Baumschule. Nicht Baumschule, Hauptschule. Hauptschule. Ich Hauptschule. Ich doof. Na komm, wir wollen mal nicht so viel lästern, weil David kann auch seinen Namen tanzen. Dann nee, also ganz ehrlich, so bitte nicht, ne? Das ist jetzt so, doch ein bisschen. Ja, also ehrlich, ne? So schlau ist er jetzt nun auch wieder nicht. Da kannst du nicht machen. Du kannst David doch nicht schlauer machen, als er in Wirklichkeit ist. Danke, André. Bitte, bitte. Ich wollte ihn mal loben. Nein, der ist, weiß doch, er ist ja gleich wieder abgehoben und morgen auf der Arbeit hat der so dicke Eier. Ich so dicke Eier. Ich, oh. Ich kann meinen Namen tanzen, wenn nicht. Alter, und da geh ich da morgen hin zu den ganzen Gymnasiasten und sag, ey Alter, ich kann voll meinen Namen tanzen und du nicht, alter Junge. Ja, pass auf, Junge. Ne, zu den ganzen Alten. Achtung, Lüge, Olli, pass auf, Baum, Olli, Olli, pass auf. Zu den ganzen Abitur. Der Zaun ist kaputt. Alter, wie schafft ihr das? Oh, Leute. Der Baum war zu lang. Ich hab halt so einen langen. Ich kann nichts dafür. Achtung, Baum kommt. Wow. Ich dachte, Alter, das passt von der. Ja, genau. Geh schon mal in die Höhle, Olli. Wir kommen irgendwann später nach. Ja, Olli, mach die Höhle schon mal sauber. Ja? Könnt ihr uns zwar schon mal ein Eis. Die Mutanten-Ladies sind doch genau das Richtige für dich. Alter, wir müssen überall neue Zäune ziehen, weil wir hier alles kaputt gemacht haben. Ja, zumindest da müssen die Türen neu. Und hier fehlt auch ein Stück Zaun. Ja, da war auch mal eine Tür oder irgendwas. Nee, da war nur Zaun. Weil der Waschi nie aufpasst, ne? Aha. Jetzt schiebt er das wieder auf mich. Ich war das nicht. Wow.
So, ja, muss man mal gucken. Wie krieg ich das denn jetzt schön da reingezogen? André, erklär mir das mal.